Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Redstone Kaufhaus. In diesem kleinen großen Redstone Bauprojekt baue ich mit euch ein Minecraft Kaufhaus ohne jegliche Planung und Vorwissen. Für mehr Informationen sowie den Download-Link des Projektes schau doch einfach in die Videobeschreibung. Ansonsten geht's jetzt weiter. Viel Spaß! Item, wo ich nur einmal ein Item reintun kann. Amboss, theoretisch. Aber kann ich? Ich kann auch nicht mit dem Trichter einen Amboss ein Item reintun, oder? Das wäre ja wirklich creepy, wenn das möglich wäre. Nein. Aber, was gibt's noch? Es gibt hier einen Braustand. Da kann ich ein Item reinflöten lassen. Egal welches Item. Könnte ich durch Trichter ein Item reinwerfen, ne? Nein, geht auch nicht. Stimmt, es muss ein Brau-Item sein. Auch gut. Und was ist, wenn ich ein Brau-Item nehme? Sprich, das ist, was ist, wenn wir als Zähl-Item Golden Nuggets nehme. Ich meine, Golden Nuggets sehen ja irgendwie ganz schön aus und damit können wir erzählen, ne? Ah, gehen die rein? Nein, die gehen nicht rein. Okay, also muss es tatsächlich so ein widerliches Item sein. Dann nehmen wir, ach Gott, welches Item könnte man denn nehmen? Ja, Warzen, ich weiß, aber Warzen will ich nicht nehmen, die sind irgendwie, Blaze Powder. Blaze Powder wird doch möglich sein. Mit Blaze Powder kann ich doch bestimmt zählen. Genau, zwei gehen an. Zu unakkurat, es ist zu unsauber, dieses Zählsystem. Viel zu unsauber. Mann, das ist das Problem bei Komparatoren. Das mag ich nicht bei Komparatoren. Die können viel zu, also es ist zu unsauber mit den 15. Man müsste theoretisch einen Behälter einführen, der nur 15 Items maximal tragen kann. Pro Item geht ein Block länger an. Muss ich jetzt ernsthaft wirklich ein normales Zählwerk bauen? Ich will kein normales Zählwerk bauen. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich es vermeiden möchte, mit mit Computertechnik zu arbeiten. Ich möchte wirklich reine Minecraft-Technik bauen. Man könnte Minecarts stapeln, das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber Minecarts machen sind für mich so irgendwie ein Dorn im Auge. Ich möchte wirklich ein Item haben. Ich werde mit Redstone zählen. Das wird das Item sein, mit dem ich zählen möchte. Wie viele Items, was der Kunde noch zu bezahlen hat. Okay. Aber der Kunde muss es irgendwie anschaulich sehen, wie viel er noch zu zahlen hat. Tja, das ist ja echt blöd. Oder man macht Hälfte, Hälfte. Man arbeitet ein bisschen mit Minecarts und ein bisschen mit Redstone. Das ist jetzt Knobi. Es tut mir echt leid. Knobi macht nicht so vielen Leuten Spaß, mir beim Knobi zuzusehen, beim Knobeln zuzusehen. Ihr könnt ja wegschalten. Ich nehme jetzt die Zeit. Ich werde eine Lösung finden. Kann man den Zaubertisch, kann ich da was reinjagen? Weil der hat ja auch nur einen Platz, ne? Weil den Zaubertisch, ich kann ja keinen Redstone verzaubern. Ich könnte Lapis Lazuli reinpacken, ne? Das müsste ja gehen. Aber Lapis Lazuli ist ja auch kein... So, also Item, welches wie Schneeball 16 mal stackbar ist, ne? Und jetzt brauchen wir noch irgendwas, wo das Item reinkommen kann. Die Idee mit dem Ofen war ja nicht schlecht. Die Idee mit dem Minecraft ist aber auch nicht schlecht. Damn, das ist doch irgendwie... verhext. Oder wir machen anderes Preissystem. Man sagt irgendwie, du kannst dir 5 Items aussuchen pro Emerald. 5 Items. Falls ihr einen Foodladen bauen wollt. Also wir verrechnen nicht Item, Item, sondern sagen 5 Items oder alles unter 5 kostet 1 Emerald, alles über 5 kostet 2 Emeralds, alles unter 10 kostet, alles über 10 kostet 3 Emeralds, also jede 5 Items quasi kosten einen speziellen Preis. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist eine gute Idee. Wie können wir das denn jetzt gewährleisten? Das können wir ja irgendwie umsetzen, indem wir einen Trichter nehmen und indem wir uns... Doch, nochmal Sachen nehmen die 16 Mal. Ich weiß, Schneebälle sind immer 16 Mal stackbar. Vielleicht finden wir auch noch ein besseres Item. Also, 1 kostet 1 Emerald. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne, 7. Also, es ist bei 7 also. So können wir es nämlich zählen. Ja, das ist nicht schlecht. Ein Item, 1 Emerald. 2 Emeralds, also ich muss mal gucken, wo der Umschwung ist. 1, 2, 3, 4, 5 Items, genau. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, da wäre der nächste 19, 20. Okay, genau, so ist das. Also tatsächlich, okay, das funktioniert. Also, wir können mit Schneebällen arbeiten und wir haben die Rabattfunktion, dass wir sagen, alles in, also dass wir mit Bestellmengen arbeiten, wie viel man halt etwas bezahlt oder so. Okay, gut, das ist natürlich, müsst ihr, also, das heißt, ihr könnt hier nicht eins um eins verrechnen, das heißt, ihr könnt nicht sagen, ein Item für ein Emerald oder so, sondern ihr sagt mehrere Items für ein Emerald. Okay. Puh, schwere Geburt, aber so haben wir es schon mal. Jetzt können wir diesen ganzen Kram hier bauen. Ist auch ein gutes System. So, jetzt könnt ihr zum Beispiel hier mit Essen anbieten. Damit könnt ihr einen Essensladen bauen, ihr könnt einen Itemladen bauen damit. Mit semi-wertvollen Items, die man sich hier kaufen kann. Wundervoll. Also, das ist der Bezahlraum. Jetzt müssen wir noch ein schönes Interface bauen. Eine Interfatze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passt schon mal nicht. 15 Lampen bräuchten wir. Das heißt, wir dürfen den ganzen Kram hier etwas größer bauen, um entsprechend die Lampen anzuzeigen. Weil mit den Lampen möchte ich ja sagen, wie viel man zu bezahlen hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jo, ein noch dahin. Zack. Und hier kommt dann die Wand des Ganzen hin. Oh, das geht aber noch in der Größe her. Gut. Dann wird hier angezeigt, wie viel man zu bezahlen hat. Wenn man zu lange wartet, sind die Items natürlich auch weg. Also es ist natürlich zeitbefristet, dass das System sich auch automatisch resettet, falls der Kunde nicht zahlt. Denn die Items verschwinden nach 5 Minuten in Minecraft. Und wir wollen vermeiden, dass solche Sachen passieren. Also machen wir diesen Trick. Okay, jetzt müssen das nur noch alles richtig vergabelt werden. Das ist aber alles nicht so schwer. Die Bezahltechnik machen wir jetzt mal in hellblau. Also mit Wolle arbeite ich jetzt hier. So, und wichtig ist jetzt, wie es angeschlossen wird. Wir machen das nämlich so. Ich darf den Repeater nicht hier hinsetzen, weil so würde er drei Lampen auf einmal powern. Das müsst ihr auch bedenken, wenn ihr solche Sachen baut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Passt, okay. Hier ist unser Zahlding, der immer ein Item durchlässt. Was wir ganz einfach mit einem Dropper hier machen, können wir hier hinpacken und der Dropper wird komplett mit Schneebällen gefüllt. Oh. Das heißt, dass der Dropper immer voll mit Schneebällen ist. Gut, und jedes Mal, wenn ein Item, also jedes Mal, wenn man Emerald bezahlt. Ah. Moment. Darüber habe ich ja nicht nachgedacht. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja nicht linear. Ich muss jetzt die Anzahl verringern, oh, das gibt's doch nicht. Oh, denk doch mal nach, The Joecraft, bevor du irgendeinen Shit machst, den du eh nicht am Ende hinkriegst. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Das führt zu nichts. Das ist der Fail des Tages. Es bringt nichts, das System funktioniert so nicht. Es spitzt sich immer weiter in die Richtung zu, dass wir tatsächlich gleich ein Computerzählwerk bauen müssen. Ich will es vermeiden für euch. Das ist es nämlich, das ist Redstone-Arbeit. Was ihr jetzt gerade hier on cam live seht, ist das, was ich eigentlich immer mache. Und deshalb dauern auch manche Projekte von mir so lange, weil ich versuche, eine Lösung zu finden für ein Problem, welches wir tatsächlich gerade haben. Wie können wir ein einfaches Zählwerk bauen, welches absolut nachvollziehbar ist? Ja, klar, mit Items. Das ist alles kein Problem. Ein Item geht in eine Kiste rein und für jeden bezahlten Emerald geht das Item aus der Kiste raus. Oder zwei Items aus der Kiste raus. Okay, alles wunderbar. Aber wie können wir das jetzt anzeigen? Also, wie zeige ich dem Nutzer an, wie das ist, was ein Item holen muss. Wir bräuchten eine Kiste mit. Müssen wir doch mit. Also Moment mal kurz. Moment.
ist es vielleicht, müssen wir jetzt doch mit Minecarts arbeiten? Ich will nicht mit Minecarts arbeiten, aus verschiedensten Gründen, weil ich weiß, dass Minecarts immer Probleme machen. Aber wir müssen mit Minecarts arbeiten, befürchte ich, weil, ja, oder mit einem anderen Item, aber es muss ein nicht stackbares Item sein. Also einer geht rein, ist eins an, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, okay, wir sehen, immer für 2 geht das an. Das ist nicht schlecht, das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, immer wenn 2 rausgenommen werden, ne, 1, 2, Moment, 2. Wir brauchen noch einen kompletten Reset. Also für jeden Emerald, den ich jetzt einwerfe, geht diese Fackel ein-, zweimal an und aus. Ne? Oh, es sei denn, ich drücke komplett auf Reset. Okay. Hua, schwere Geburt. Aber so langsam nähere ich mich dem Ziel. Wir machen es tatsächlich mit Minecraft. Okay. Es muss noch eine Möglichkeit geben, die gesamte Kiste zu leeren. Das muss auch schnell gehen. Also wenn ich auf den Knopf drücke, soll die gesamte Kiste geleert werden. Das können wir mit einem RAM ohne Probleme lösen. Das heißt, es muss noch eine Möglichkeit geben, halt diesen Reset, von dem ich die ganze Zeit sprach. Sagen wir mal, in der Kiste sind jetzt ein paar Minecarts drin. Wir nehmen uns Minecarts. Und die Minecarts sind in der Kiste drin. Und sagen dem Kunden, was es soll. Jetzt haben wir es immer so, dass 2 Items ein Emerald kosten. Das finde ich auch vollkommen okay. Gut, sehr gut. Also, Items sind hier drin. Oh, jetzt kommen wir langsam voran. Meine Fresse. wir holen uns jetzt einen RAM. Kann ich es wieder hinpacken? Und zwar so. Und hier ist auch der Reset. So, und das RAM macht folgendes. Das RAM... Ja, wenn das RAM sich aktiviert, löscht es einfach die Daten aus dem Dings. Das heißt, wenn ich auf diesen Knopf drücke, werden alle Minecarts rausgenommen. Oder? Zack. Jetzt werden alle Minecarts rausgenommen aus der Kiste. Ja, siehst du, das hat funktioniert. Das System cleart einmal alles, was in der Kiste drin ist, wenn man auf den Löschen-Knopf drückt. Und ansonsten muss man pro bezahlten... Ja, oder wir verrechnen doch Item für Item. Ja, machen wir. Für jeden... Okay. Boah, ist das ein Durcheinander. So, Item für Item. Für jeden Emerald, den ich bezahle, wird ein Minecart aus der Kiste rausgenommen. So, und jetzt... Bam, 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 funktioniert das alles. Okay, Jung, ja, das war eine sehr schwere Geburt, aber ich würde mal sagen, wir haben es jetzt endlich hingekriegt. Okay, so, und das Schöne ist, dass ja Minecarts sind. Da es ja Minecarts sind, ist es umso leichter, die Items, brauchen wir keinen Item-Fahrstuhl, weil wir können ja Minecarts einfach selbstständig nach oben schicken lassen. Wir brauchen jetzt eine Lagerkiste. Also, jetzt kommt der Clou von The Joecraft. Ja, okay, jetzt kommen wir voran. Danke. Boah, war das mal eine schwere Geburt hier. Leute, ab jetzt geht's ein wenig flotter voran, weil wir ab jetzt das größte Problem gelöst haben, den Bezahlmechanismus. Okay, die Items sollen zur Show gestellt werden und wir müssen auch irgendwie die Bezahleingabe machen. Das machen wir mal am besten auf dieser Seite. Zusammen machen wir den Bezahlomat. Der Bezahlomat ermöglicht das Bezahlen. Das heißt hier, tak, 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 tak. Oder es wäre am schönsten, den Bezahlomat hier hinzusetzen. Ne? Hier gehört er eigentlich in der Bezahlomat. Och, komm weg. Nicht beklagen, wir kriegen das hin. Auf so kleinem Raume habe ich schon immer. Ich und Technik auf kleinem Raum gehört doch zusammen, wie sonst was. Wir müssen nur halt hier Kram ein bisschen ordentlicher bauen. Dann wird das auch schon. So, also. So. Und... Hier ist unser RAM. Das
Jetzt müssen wir doch ein bisschen im Boden bauen. Solange wir nicht zu tief in den Boden bauen, ist das aber auch alles kein Problem. Das RAM lässt sich aktivieren über eine Redstone-Leitung. Die ziehen wir jetzt erstmal irgendwo ganz anders her. Die geht jetzt erstmal hierher. Wir lassen die Redstone-Leitung sein. Okay. Wenn sich das RAM aktiviert, dann... Ja, der Output des RAMs ist sehr ungünstig gelegen. Der Output des RAMs ist hier. Okay, gut. Und für jetzt müssen wir hier noch den Bezahlomat einbauen. Das heißt, hier eine kleine Bezahltechnik einbauen. Die muss auch recht flott agieren. Erstmal hier kommt nochmal unser Kondensator von gerade hin, der die Tür öffnet, dass man den nächsten Raum voranschreiten kann. So, so, so. Hier ist der Bezahlomat. Der funktioniert auch sehr primitiv einfach. Aber auch hier kommen wir nicht drum weg, jetzt ein bisschen den Boden zu bauen, weil das ansonsten nichts wird. Müssen wir jetzt hier den Checkomat bauen. Checkomat 3000. Der Checkomat checkt, inwieweit man ein Item eingeworfen hat oder nicht eingeworfen hat und welches Item vor allem man eingeworfen hat. Das gilt es jetzt zu checken. Den Checkomat können wir vielleicht, also den Bezahlomat können wir ein bisschen nach vorne setzen, ne? So, zack, wunderbar. Und dann machen wir nochmal hier was, so ein Item. Das heißt, solange man, machen wir einen, solange es was zu bezahlen gibt, kann man auch was bezahlen, sonst muss man nicht bezahlen. Ne, ist ja klar, daher hier Lampe. Bepowered. Ganz schlechte Idee, weil jetzt ja genau, weil das ein Butt-Switch ist. Also müssen wir das von der Seite bepowern. Okay, auch eine schlechte Idee. Müssen wir das von oben bepowern. Ist das jetzt immer noch ein Butt-Switch? Ich befürchte. Ja, ist es. Dame. Müssen wir es von hier bepowern? Ja, Eile mit Weile. Okay, funktioniert. Damit die Lampe an ist. Lampe an bedeutet, ich möchte gerne, dass du bezahlst. Dann wirft man hier seine Items ein und wenn die Lampe aus ist, ist es klar, dann braucht man nichts mehr zu bezahlen. Jetzt kommt hier das Check-System rein. Das wird ja auch nochmal lustig, auf diesem kleinen Raum hier ein Check-System zu bauen. Aber das kriegen wir doch wohl hin, oder? Wir reißen das hier nochmal ab. Ditte nochmal abreißen. So. Und so. Und hier kommt das Check-System hin. Also so, so, so. Dreigliedriges Check-System. Wow, das passt gerade eben vom Platz her. Das Platz macht hier Probleme. Aber sowas von. Nee, das passt hier nicht. Wir müssen dieses RAM nachher nochmal umlegen. Okay. Aber das ist unser geringstes Problem. Jetzt mal hier den Platz korrekt nutzen. Okay, so, so, so. Okay. Okay. Und so, und so, und so, jetzt kommt der hier, der, zack, 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 zack. So, zu bezahlen kann man. Jetzt können wir hier einführen, mit welchen Items man bezahlen kann. Das können wir jetzt hier festlegen. Sagen wir, es gibt 5 verschiedene Bezahl-Items. Ich weiß ja nicht, was ihr später als Währung auf eurem Server oder wo auch immer ihr diese Bank benutzen möchtet, haben werdet. So, und entsprechend gibt es verschiedene Währungen, mit denen wir dann jetzt hier arbeiten können. Okay, so langsam, wir überschreiten langsam die Grenzen der Bank. Bank, ich sag schon Bank. Nein, es ist keine Bank. So, Fackel, 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 Fackel. Ich habe es falsch gebaut. Das Ganze hätte einen Block tiefer gemusst. Ein Block tiefer. Ja, macht Spaß, ich weiß. I'm such an idiot. So. Zack. So, das richte ich für euch ein, dieses System. Mit den bezahlmöglichen Items zu bezahlen, beziehungsweise akzeptiert wird von meinem System. Ach, jetzt nervt der Kondensator hier. Okay, auch dich muss ich leider abreißen und demnächst nochmal neu bauen. Wir gehen hier mal kurz entlang, setzen nochmal hier und hier und hier Trichter hin, damit die Einnahmen ja auch geregelt werden. Wenn man was anderes einwirft, wird es... Soll es wieder zurückgegeben werden, wenn man was Falsches einwirft? Sind wir so fair? Sind wir so loyal? Geben wir das zurück, was man fälschlicherweise falsch eingezahlt hat? Sollen wir wirklich so fair sein? Ja, komm, wir sind so fair.
Wenn man was Falsches einwirft, geht es wieder retour. Ja, auch wieder Packed Ice. Tuck, 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 tuck. Das kommt dann hier heraus. Und das ist jetzt der Retourweg für falsch eingezahlte Items. Wie lieb von mir, merke ich gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, das wird, da müssen wir mit doppeltem Wasserstrom arbeiten. Egal. Einmal ein Wässerchen hier hin und einmal ein Wässerchen hier hin. Und zu guter Letzt irgendwas Bild- oder Schildmäßiges hier hin. Ach, hier haben wir noch Wasser. Schon mal rein. Okay, Moment. Dann muss das Bildliche hier hin und das Wässerchen hier hin. Und das Wässerchen weg. Stattdessen ein Wässerchen. Ah, komm, wir bauen das ein weiter. So. Mit Droppern wird es wieder zurückgebracht. Zack, zack. Zack. Also wir sind so lieb, wir geben sogar ein Item, welches falsch eingezahlt wurde, wieder zurück. Mit anderen Worten, wenn es nicht registriert ist als Bank, als Bezahl-Item, geht es wieder retour. Zurück. Das ist natürlich gut, wenn man hier so einen Schließmechanismus hätte, damit es schöner aussieht. Die sind ja aber heutzutage nicht schwer zu bauen, außer man hat Wasser in der Nähe. Eigentlich ein relativ einfacher Mechanismus. Schauen wir mal, ob ich den gut hinkriege. So, so, so und so meine ich doch. Oder vertue ich mich da? War es das nicht schon? Das müsste es eigentlich gewesen sein. Schauen wir mal. Jetzt ist er zu. Jetzt ist er auf. Okay, doch, das funktioniert. Gut, das ist jetzt quasi mein Mechanismus. Das sieht ein bisschen deppe aus. Na egal. So, ich setze mal kurz einen Cut. Es geht gleich weiter.